Ihr schaut Enable TV mit dem MSI Wintop AE2420. Das hat einen Core i3-Prozessor, einen 24-Zoll-Bildschirm, Full HD und ATI-Grafik eingebaut. Hier könnt ihr die genauen technischen Teile nochmal lesen. Wir haben 3 GB RAM und das ist ein Multitouch-Bildschirm. Hier könnt ihr sehen, ich kann hier ganz einfach scrollen. Es ist kapazitiv. Windows nimmt alles recht gut wahr, was ich mache. Wir haben hier auch zum Beispiel Bilder, die man einfach vergrößern, verkleinern kann mit Multitouch und dann auch entsprechend drehen, wenn man denn so möchte, in dem MSI Easy Viewer. Das war hier Taipei, das 101, kennen wir, war ich auch schon mal da. Dann, es kann auch 3D-Videos darstellen mit der Shutterbrille, die hier gleich daneben liegt. Das Gerät wird 1.299 € kosten, bald WLAN und alles ist eigentlich integriert. Internet Explorer kann ich auch mal kurz Browserfenster zeigen. Hier kann man zum Beispiel, wenn man Internet hat, auch rein- und rauszoomen mit 2 Fingern. Funktioniert wunderbar und auch hoch und runter scrollen, wenn die Seite etwas größer ist. Die Anschlüsse sind, wir haben auf der linken Seite 2 USB, Multikartenleser, ein DVD-Brenner. An der Vorderseite haben wir unten Brushed Aluminium mit 2 Lautsprechern, die SRS Premium Sound noch integriert haben. Auf der anderen Seite haben wir hier nichts und auf der Rückseite sind dann natürlich die restlichen Anschlüsse mit WLAN, die Brille, die hier noch angeschlossen ist zum Laden, dann WGA, soweit ich erkennen kann, 3 USB, HDMI In, denke ich, eSATA sogar, Netzwerk, SPDIF, Kensington und die Standard-Kopfhöreranschlüsse. RAM und Festplatte kann man auch ganz einfach austauschen. Hinter diesen Platten bei dem MSI Wintop AE2420. Und jetzt starte ich noch einen 3D-Film, der sogar 576p ist. Und diesen könnte man mit der Shutterbrille wunderbar anschauen. Aber das kann man jetzt hier nicht demonstrieren mit der Kamera. Aber ansonsten kann ich mal kurz zeigen, wie das ausschauen würde. Es wird eine Shutterbrille mitgeliefert, die anderen kann man dann für entsprechendes Geld dann nachkaufen. Ich bin Balasch Graf von Enable TV, das war das MSI Wind 2420, bald erhältlich beim Mediamarkt und anderen Online-Shops. Vielen Dank fürs Zuschauen.